Willkommen zurück, ihr Panserianer und Ninnen. Ihr hört Stimme wieder halbwegs da, schnüppelt schon auch wieder ein bisschen weg. Und ja, wir können wieder starten, Replays zu machen. Wie immer montags ein Arti-Replay, danach die anderen Klassen. Und ja, was sehen wir denn heute hier? Die Lüffer 18B2, ne? Eine 5er Premium Arti der Franzosen. Ne, gespielt wird diese Arti von Mikek aus dem Clan GTKOK. GTKOK, ne, er ist auf der Karte Provinz. Wie immer Burner-Gefecht, Gagner-Basis oberen Gagner-Fall zu zerstören. Und wie es sich hier anstellt, schauen wir uns nochmal gemeinsam an. So, er fährt mit Ration, einer Schere und hier AP-Mumpel. Ne, 53 Durchschlag, 410 Alpha-Schaden bei 105 mm geschossen. Ihr könnt ja immer gucken, ne, wie so Durchschlag hier das RNG mitmacht und wie der Schaden variiert. Ne, einmal so kurz durchlesen. Und ja, Wirkungsbereich ist 1,91 Meter. So, hat er erstmal versucht, die Artis zu countern. Gucken wir mal, das Ding. 7,6 Sekunden Nachladezeit, okay. So, Skoda. Skoda T24, du machst doch was auf. Na. Erstmal ins Wasser zielen, okay. Dahin. Stehen da Artis oder warum? Also er guckt sich das Wasser an. Ja, nice. Ja, könnte ja sein, eventuell, dass da jemand ist, ne? Da kommst du da ran, das wäre mal ganz schön zu sehen. Ah, da oben. Okay. Weil die Map gibt es nur im Load-Tier-Bereich. Nicht getroffen. Frontline-Modus ist ja ganz schön, wenn man Blindshot trifft, dann steigt ja die Skala. Wenn da zum Beispiel steht Gefreiter, dann siehst du auf einmal so ein kleines weißes Ding nach vorne preschen, dann weißt du, du hast Blindshots getroffen. Oh, 224 in den Lux. Und böse erwischt, ja. Würde ich auch mal so nennen. Da oben. 4H. M4 und Sherman. Bin ja mal gespannt. Kommst du da drüber? So, gut. Das war jetzt RNG. War da unten auf offener Plane. 119 und Critical Hit auf den Sherman 3. Nochmal 137 hinterher. Oh mein Gott, der Reload. Wahnsinn. Und? Schade. So, der 4D oben. Oh oh. T80 wirst du nicht treffen können. Oh Gott sei Dank gibt es diese Map nicht mehr im High-Tier-Bereich. Stehen sie alle auf der anderen Seite. Der arme Skoda. Und der gerommelt wird, ist vorbei. Oh, da hinten, der 4D. Ja, da wollen wir erstmal Moin Moin sagen, ne? So schön eimen. 154, jawohl. Kann man da nicht ansetzen und so auch aufpacken, ja, ne? Hat er sowas gar nicht. Okay. Gagner-Fahrzeug zerstört. Das heißt, ja, mit Ansetzer würde nochmal Zeit runtergehen. Ja, Wahnsinn. Jawohl. Sherman 3. Da sind wir auch schon bei 2 Kills. Es steht 2-7. Ich würde mal sagen, es sieht sehr spannend aus. 2-8. Jawohl. Ihr T60 nochmal einen mitgeben. Irgendwas blockiert mich da. Und? 146. Eine Minute ist noch Cap-Zeit. 2 Sekunden. Und? Jawohl. T34 ist. Oh, sehr schön, Skoda. Sehr schön gemacht. Er hat gesessen. 5-8. Von 2-8 auf 5-8 aufzugeholt. Aufzugeholt, genau. Aufgeholt. Ne, 3 Kills hat er mittlerweile. Eine WN8 von 1878 bei 872 Schaden und 3 Kills. Ne, WN8 zählen die Kills ja auch immer mit rein. Als Multiplikator. Oh, ein Fremdwort. Da hat die Gagner-Arti die eigene Arti rausgenommen. Hm.
Meinst du, steht da noch mal? Irgendwo. Mensch, UI hat die W-Taste gefunden. Sehr schön. So, Trecker kommt, aufpassen, Ohrenschützen. Ne, ich höre den Traktor schon wieder. 137 in Excelsior. Excelsior. Noch ein. Ja, da wollen wir mit der Maus hinterher. Der Schuss ging ja voll nach rechts. Jawohl, wollte ich gerade sagen, nochmal blind. I. Na, bleib doch vorne. Oh. Da wollte Wargaming jetzt aber, dass jemand trifft, ne? Habt ihr gesehen, wie knapp beim Helm, da hat er nicht mehr hingezielt. Jetzt aber. Wieder nichts. Oh, 24 Mumpel nur noch. Wenn der so schnell schießt, ist er bald leer. Jawohl. 4 Kills. Das ist die M41. Amen, 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 amen. Und Schuss. 230 HP, bye bye. Komm schon, komm schon. Jetzt aber. Jawohl, die 119 nimmt er mit. So, 5 Kills mittlerweile. M4 wäre offen. Alecto. Was ist denn Alecto? Ein TD oder sowas, ne? Ja. Sorry, aber in den unteren Tierstufen kenne ich mich echt überhaupt nicht mehr aus. Boah, One-Hit. Da war so ein One-Shot. Ja, auch nochmal blind hinterher. A20 steht safe. Ah, ich wollte gerade sagen, da ist ein Baum gefallen, aber es war das Skoda. So, M4 Grille, Marder 38T AMX. Sitzt du jetzt auf deinen eigenen? Nee, gut. Das wär's. Ja, lass die Zoomer spotten. Oh, M4 zerstört das Skoda. Steht's 11 zu 13, 6 Kills hat er. Wir sind bei 1488 Schaden. Inklusive der 6 Kills ergibt das eine WN8 von 4133. Da ist ein lila Zielkreis hinten. Wargaming, was ist da denn? Ein lila Zielkreis. Sieht gut aus. Na, da einer hingemalt. Ah, Baum gefallen. Sehr schön gesehen. Jawohl, 119 auf Kette. Reparier nicht. Du kannst nicht reparieren. Du willst gar nicht. Doch, Schiede. Schiede. Jawohl. Oh. 281 Pixel Shot in Pöpsch. Blind Shot auf dem Marder. Und? 12 zu 14. Alleine gegen 3. Erst war es ja alleine gegen 4. Noch 3 überrisch. 6 Minuten 45 noch zu spielen. Ab jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Nochmal da kommen. Bot, 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 bot. Na, das wird ja was jetzt. Provinzmatche, ne? Oh, du warst auf ein Marder. Ohne sechsten Sinn. Jawohl. Ja, Marder. Das war's dann mal, ne? Der Maggi. Der Maggi. Okay. Damage. 8 Kills. 2 sind noch übrig. 13 zu 14. Hat er jetzt rüber? Ja, nice. Someone watching? Jo, wir gucken hier alle. Also meine 20 Zuschauer und ich. Yes. Patrick. Patrick. Good luck. Oh, da ist die Grille.
Und? Na, fahren wir weiter gerade. Jetzt aber, komm. Ja, zu spät. Doch, Wahnsinn. Nice. 2161 Schaden, 9 Kills. Wahnsinn, komm, hol dir den 10. auch noch. Wo war der AMX? Der war ein Platoon mit T80. Das heißt, der AMX steht immer noch drüben auf K irgendwas. Noch 5 Minuten. Auf wie geht's? Mein AT-Replays auf Provinz, ne? Die müssen lange gehen. Welche Tierstufe kriegen die denn? 6, ne? Oder 7, glaube ich. Bis 7? Oder ist das bis 6? Davor war das ja nur bis 2. Dann haben sie die ein bisschen verlängert und verbreitert. Und jetzt ist sie, nachdem sie auch bis T10 war, 6 oder 7. Falls es einer von euch weiß, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, Stufe 6 oder 7 war das. Was machst du da jetzt? Gucken. Gucken. So, hol dir den 10. Kill. Oder stellt er sich in Cap und lässt die Arti kommen? Das wäre natürlich auch schlau. Weil wenn die Arti mit Schere, Tarnnetz, was weiß ich, allen möglichen voll auf Tarnung geskillte Crew steht und er fährt da hoch, dann wird sie ihn outspotten. Also ein Cap stellen, kommen lassen, wegsmecken. Aus der Hüfte, sehen wir ja oft, ne? Gerade die Gagner-Artis, die können das ja. Da fährt man hin und dann sind die nach links geeint und nach rechts kommst du dann und dann kriegst du erstmal die Schelle ab. So. Weißt du was, AMX? Du könntest dich auch killen lassen. Oh. Wollte ich gerade sagen, hinter dir. Umdrehen. Und? Beweg dich doch nicht so viel. Du bist auch auf. Oh! Fahr! Oh mein Gott. Hoch. Der AMX. Gott sei Dank lädst du so schnell nach. Meinst du, du triffst da? Nope. Noch was denn? Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Und was steht denn da im Weg? Ach, diese. Oh Gott. Nee. Einfach ruf. Jetzt aber. Oh, nein. Critical Hit. Er kriegt die Gun nicht weit nach rechts, ne? Kann das sein? Jawohl. 10. Kill geholt. Am Schluss noch so spannend gemacht, ey. Hätte ich das nicht von Anfang an machen können? So, es gab eine W-Nacht von 11.241 bei 2.331 Schaden und 10 Kills. Und da schauen wir uns doch jetzt mal die ausgewertete Wertung an. Gab es nämlich Folgendes. Hier, genau, würde ich gerne auch sehen. So, da, hier, erste Gunmark, dann natürlich ein Mainz, dann Gore, hier 10-mal mehr Schaden, als man HP hat. Dann gab es die Pools Metal mit einer Arti. Mit einer Arti eine Pools Metal. Dann hier alle beide SPGs da gecountert. Eine Großkaliber und ein Krieger für mindestens 6 Kills. Was hat er das ganze Spiel gemacht? Ein Panzer Go-Boot, 184 Schaden ermöglicht, 24 Module zerschissen, 2411 Schaden selbst fabriziert. Und 10 Panzer zurück in die Garage geschickt. In der T-Arm-Score ist er ganz knapp an erster Stelle. Die waren dabei. Das waren deine Zuschauer. Die wollten einfach nur mal dabei sein, wenn du 10 Kills machst. An Kreditos gab es 31.177. Und an Erfahrung 2.827 und 101 Freierfahrung. Mike Heck, danke dir fürs Hochladen. Euch fürs Zuschauen. Und ich verbleibe wie immer, ne, mit dem besten RNG in World of Tanks. Nur die besten Teams auch noch. Ne? Mittlerweile ist es ja auch ein bisschen so mit den Teams immer. Und natürlich verbleibe ich wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.